Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier erstmal in der Runde Hearthstone zocken und chillen. Alter, ich habe mir gestern so viel Mühe gemacht, eine Überraschungsparty für Bagisch zu planen, okay? Wirklich, richtig viel Mühe, jeden privat angeschrieben, dies, das. Und mittlerweile hatte er einfach jeden für Primetime eingeladen, so ganz normal. Und jeder von denen, also keiner hat mitgedacht und jeder von denen hat gesagt, ja, ich komme zu Bagisch. Anstatt zu sagen, nee, sorry, ich kann nicht. Und dann als Überraschung von mir doch am Start zu sein. Also jetzt, Primetime, erwartet er sozusagen jeden, den ich für die Überraschungsfeier eingeladen habe. Also das ist eigentlich gar keine Überraschung mehr. Das ist echt schade, Mann. Da plant man einmal eine Überraschungsfeier und dann sowas. Das ist echt so schade, ey. Ich habe gerade ein paar Sachen erledigt. Mir ist so spontan angefallen, Dimi ein bisschen zu verarschen. Wir sind ja in den 2x10-Jahres-Freezer gegangen und seitdem nervt er mich ein bisschen, weil der läuft noch nicht, die Master Notes müssen erst aufgesetzt werden und das dauert ein bisschen länger, was kein Problem ist. Ist halt so, war ja klar. Und ich habe Dimi von Anfang an immer gesagt, klipp und klar, dumme Fragen, unnötige Fragen, die ignoriere ich. Und in letzter Zeit, und nur wirklich die wichtigen, und in letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr beantwortet und ihr wisst, wenn man den kleinen Finger gibt, dann nehmen die Leute meistens die Hand. Und dann kam mir so die Idee, habe ich in die Gruppe geschrieben, hey, verarsch mal Dimi ein bisschen. Sagen wir ihm, dass beim Freezer irgendwas schiefgegangen ist, Cake einen Fehler gemacht hat und das ganze Geld weg ist. Natürlich nicht so direkt, sondern so langsam, so richtig so Inception-Style, langsam so hier mal was erwähnen, hier mal das und so langsam. Und die anderen fanden das eine gute Idee. Bagisch hat schon direkt losgelegt. Er so, oh mein Gott, Dimi, oh, ich zeig euch mal, was er so geschrieben hat. Also Bagisch hat Dimi dann geschrieben, Alter, Cake hat Probleme. Etwas ist nicht nach Plan gelaufen. Dimi so, ich weiß. Oder noch ein neues Problem. Also damit meint er, dass es halt schon ein bisschen länger dauert mit den Rewards. Dann schreibt Dimi, bla bla bla. Bagisch so, Dimi, warte bitte, ernste Lage. Dimi so, oh mein Gott. Ich check die Blockchain ab, schreibt Bagisch. Okay. Dann hat er mich kontaktiert, mich angerufen während meines Termins. Ich so, Digga, ich habe keine Ahnung, ich habe den ganzen Tag noch nicht auf die Nachrichten geschaut, ich bin gerade unterwegs, ein paar Sachen erledigen und so weiter und so fort. Was hat Bagisch geschrieben und so? Dann hat er mir das alles von Bagisch weitergeleitet. Ich so, ja, erstmal abwarten, was er sagt. Nee, noch nicht. Die mir so, ja, okay, dann abwarten. Ich so, oh mein Gott, Cake Telegram Gruppe über 6000 neue Nachrichten. What the fuck? Er so, oh mein Gott, scheint doch irgendein krasses Problem zu geben. Dann schreibe ich so, Alter, Bagisch nimmt nicht ab bei mir. Er so, okay, holy shit. Ja, und jetzt müssen wir uns noch ein paar Sachen überlegen. Morgen kommen ja alle zu mir, Primetime. Auch Dimi diesmal. Und vielleicht fährt er mit Dragon oder Lauga hierher. Und dann habe ich denen schon gesagt, hey, unterwegs könnt ihr ja ein bisschen so darüber reden. So, Hong und Bagisch haben vielleicht so ein bisschen gestritten, dies, das, keine Ahnung. Irgendwie so ein paar Sachen so. Und dann kann Tati nochmal was machen und so weiter und so fort. Also ich denke, es wird richtig lustig, ihn ein bisschen leiden zu sehen. Wegen dem Stich. Es gibt Kuchen, Leute. Oh, dein auch, ja, natürlich. Meinen tollen Kuchen. Ich hatte heute die Idee, Dimi zu verarschen. Wir spielen ihm einen Streich. Und zwar, wir sind ja in den Freezer gegangen, wo man mehr Rewards bekommt bei Cake. Und das verzögert sich ein wenig jetzt. Und er fragt mich jetzt die letzten Tage, die ganze Zeit nervt er. Ey, was los? Passt da alles? Wo bleiben die Rewards und so? Und jetzt wollte ich ihn verarschen, dass Cake einen Fehler gemacht hat und das ganze Geld verloren ist. Damit er Panik schiebt. Würde ich nicht machen. Nicht lustig. Voll fies. Also die anderen fanden es lustig. Wir haben schon angefangen. Operation läuft schon. Natürlich. Du kannst auch gerne meinen probieren. Natürlich. Ja, stimmt. So natürlich ist nicht, weil nicht immer alle teilen. Mir ist egal. Ja. Ne, ich bin's gewohnt, weil in letzter Zeit mit Mimi. Wir teilen immer, probieren immer. Ey, der ist echt gut. Ich überlege, was das da dazwischen ist. Wirklich. Frage ich mich wirklich. Wie cool das hier teilt. Dann sind wir auch Asiaten. Beide. Aber voll nichts damit zu tun. Ich frage mich echt, was das so dazwischen ist. Nein, egal. Auf jeden Fall hat mir heute Sardine geschrieben. Mhm. Ohne Witz. Warte.
Ich probiere erst zu Ende, dann mache ich auch so und dann kannst du über Sabine erzählen. Schnitt. Ey, ihr seht den jetzt gar nicht, oder? Das muss weiter oben. Der ist saftig, ihr ist saftig. Und der Grüne sieht saftig aus, aber ich weiß nicht, ob der saftig sein wird. Oh. Oh. Ich dachte, das ist härter, aber es ist so weich. Das ist alles weich, ja. Mein Gott, schaut mal, was ich entdeckt habe, Leute. Das mit Blattgold hier oben. Tschuhu, softig. Lieber das, was ich dir gestern empfohlen habe. Moment, schau. Schaut, Leute, ich esse Gold. Oh mein Gott, ich kann das in den Titel schreiben. Ich bin so reich, ich esse Gold. Schreibst du? Hat nichts geschmeckt. Aber war lecker, das andere drumherum. Das ist echt ein heftiger Paniker. Wir haben den Chat schon erzählt, was wir machen. Ja, hast du schon. Ja, die Folge ja. Heißt, wir verarschen Divi. Ja, es wird halt schwierig, wenn ich ihn sehe, wenn ich sein Gesicht sehe, wie er leidet. Das ist halt ja, aber da lösen wir es ja dann auf. Also morgen Abend lösen wir es ja auf. Wir wollen jetzt machen, ich muss dann irgendwie ganz zum Ende kommen. Ihr ja, könnt ja Endcrash-Show machen und aufnehmen. Ja. Also du kommst dann und sagst, Leute, wir müssen jeden ernstes Thema, also mit allen TV und so. Ja. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ja, ich werde mir was einfallen lassen. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja. Ja, glaubst du nicht, er macht irgendwas anders oder so? Ja, was soll er denn machen? Ist schon echt lustig und so, bei Timmy ist er am lustigsten. Zum Beispiel, er hat ja nicht nur seine Investments drin. Okay, die kann er nicht raus. Also wenn er Staking so alles raushaut, alles weg, schnell verkaufen in Euro. Er hat nichts im Staking. Er ist alles Freezer gewesen. Alles Freezer. Oh mein Gott, er hat sogar... Oh mein Gott, dann ist er... Wie viel hat denn der drin überhaupt? 12k, glaube ich. Nein! Ja. Jetzt ernsthaft? Ja. Ey, dann ist es riskant. Ich dachte, er hat 2.000-3.000 drin. Shit. Mein Gott, hättest du es an sich gemacht. Hä? Das nee. Ist, oh mein Gott! Ab 10k? Ich bin der Teufel, Leute! Meine Grenze ist ab 10k! Oh mein Gott! Ich dachte echt 2.000-3.000, okay, zur Not zahle ich sie. Oh mein Gott! Ja, bin echt gespannt. Shit. Kann ich bitte, jetzt gerade wieder zu. Kann ich bitte auch mal machen? Magisch, das fasziniert. Hey, schaut mal, wo wir echt gelandet sind. Ist es die Huawei P und so? Samsung Galaxy Flip 3. Jetzt mal Internetvertrag. Ah, das ist eine kleine Multitasking. Könnt ihr was machen? Könnt ihr schauen, wo wir angekommen sind. Bild und ich knick's. Das ist doch echt crazy. Der hat so bedient, gell? Ja, kannst du drauf drücken, Doppelklick. Unbelievable. Alter. Das ist echt krass. Willst du auch mal? Was? Das war so kaputt. So andere Richtung. Kenn schon mal. So. Schon gehört sich jeder Schnitzel. Oh yes, Leute, wieder Schnitzelzahl. Obwohl letztens unsere Zuschauer sich gedisst hat. Ich liebe dich. Ich liebe dir. Ja, weil er es nicht geschafft hat. Ja, aber letztens zum Beispiel, letztens war auch zweimal diese Portion. Er hat zweimal von diesen großen Schnitzel draufgetan. Diesmal nur eins. Steht so. So. Zander. Danke. Forelle. Ja, danke. Du kriegst noch den Salat. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Oh, yes. Okay, okay. Richtig clean. So, Baby. Ich hab's geschafft diesmal. Komplett leer. Aber heute war auch ein bisschen weniger drauf, also daher. Kuss geht raus. Du brauchst nicht. Dann leide. Ja, ich leide. Aber war es wenigstens lecker? Ja. Okay. Das Fleisch ist eigentlich top, oder? Jo. Ja. Wieso? Fisch war auch lecker. Das kriegst du zwei von diesen Dingern. Badeschott leider Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Was, man kriegt eigentlich zwei von den Dingern? Ja. Aber was? Schätze, ja. Normalerweise zwei von diesen Dingern. Wieso dann jetzt? Ja, weil es ja so viel los ist. Echt hier? Ja, schön, wie krass sind die bitte? Ja.
Das ist in Wien genauso. Deswegen sage ich ja, das ist eigentlich eine Mörderportion. Für den Preis. Das ist halt echt Mörderportion. Das passt echt perfekt. Auf die Freezer! Auf Dimi, Alter! Ich hoffe, wenn du das Video siehst, bist du nicht, leidest du nicht immer noch nicht so viel. Hey, it's a prank! It's a prank! Mein Gott, Leute, ich hätte fast das Wichtigste vergessen. Das Auge. Muss man das Auge, Alter? Mein Vater ist das auch. Ja, das war's von mir uns und heute Abend seht ihr erstens dieses Video, zweitens den Livestream von Bargesteiner Überraschungsfeier, die nicht mehr so überraschend ist, weil 95% der Leute, die überraschend kommen sollten, hat er selbst eingeladen, normal zu Primetime, aber schaut's gerne vorbei. Ich habe noch paar Sachen habe ich noch in petto, wie man liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Serious Business in Bitcoin, DFI, investieren, Cashflow generieren, Leute. Ciao.